Du bist Posenangler und möchtest jetzt mit Level 12 auch mal ein bisschen dickere Fische ziehen. Wir holen uns ein passendes Set und rüsten es richtig aus. Also legen wir los. Wir gehen shoppen. Das machen wir natürlich anfangs immer gerne hier am Moskitosee oder am Windenbach. Und dann schauen wir mal eben rein. Es gibt hier, ähnlich wie für das Fieder-Starter-Set, für die Grundangler, gibt es hier zwei verschiedene Posen-Starter-Sets, wobei man dieses ganz leichte hier, glaube ich, gar nicht verwenden muss. Das etwas stärkere ist da dann deutlich interessanter. Denn da haben wir eine Rute mit einer Tragfähigkeit von sagenhaften 7,4 Kilo. Und dieses Set kann man sich auch problemlos mal leisten. Dreimal hintereinander, würde ich sogar sagen. 149 Silber kann man anfangs am Windenbach richtig gut zusammensparen. Und wenn man dann dieses Set hat, kriegt man damit dann auch etwas dickere Brocken leichter rausgezogen. Ich würde sagen, so bis 3 und 4 Kilo sollte das ganz gut funktionieren. Also, hier ist das gute Stück. Ich habe das mal eben zusammengebaut. Und hier ist es, das heißt, wir haben hier dreimal jetzt diese Rute, diese Stippe und können mit dieser Stippe, wenn wir jetzt G drücken, ja, gehen wir hier einfach vielleicht erstmal ins Detail rein und schauen uns an, wie das denn original aus dieser Box kommt. Und auch da sehen wir wieder, alter Falter RF4, was verkaufst du da für einen Schund? Wer will denn mit sowas angeln? Natürlich können wir damit angeln, aber wie gerade schon gesagt, wenn wir den 3-4 Kilo Fisch auch mal fangen wollen, weil die Tragfähigkeit es ja erlaubt, brauchen wir natürlich eine andere Schnur. 4,8 Kilo Schnur auf einer 7 Kilo Stippe, das macht man nicht. Heißt also, weg mit der ollen Schnur und wir kaufen uns als erstes bessere Schnur. Welche von diesen ganzen Schnüren soll man denn jetzt kaufen? Na, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Schnur, die einen gewissen Gummieffekt hat. Das heißt also, wenn wir einen aggressiven Fisch da dran haben, der da dran rumzuppelt, wollen wir ja diese Aggressivität des Fisches abdämpfen und quasi mit der Schnur abfedern. Das heißt also, wir nehmen im Idealfall eine Monoschnur oder eine Fluorocarbon-Schnur, weil wir ja gerade noch nicht so ganz viel Kohle haben, fangen wir also an mit einer günstigen Schnur. Wir haben eine Tragfähigkeit auf der Stippe von 7,4 Kilo. Dieses Gewicht wollen wir auf gar keinen Fall überschreiten. Wenn wir jetzt hier reingehen und holen uns die erstbeste günstige Schnur und sagen, boah, geil, Alter, 7,5 Kilo ist doch genau mein Ding. Nee, ist es nicht. Absolute Katastrophe. Was würde passieren? Es kann durchaus passieren, dass dadurch mit so einer Schnur quasi eure Stippe bricht und das ganze investierte Geld ist für die Katz. Heißt also, wir bleiben in jedem Fall unter 7,4 Kilo. Und da müssen wir eben schauen, welche Schnur bietet denn das unter 7,4 Kilo. Und das sind tatsächlich gar nicht so viele Schnüre. Es gibt hier zum Beispiel die Schnur mit genau 7 Kilo, leider wieder ausverkauft. Wenn du das Tutorial siehst und bei dir gibt es die gerade zu kaufen, ist das oder wäre das für mich die erste Wahl. Sie ist zum einen recht dünn und zum anderen, wie gesagt, mit 7 Kilo perfekt. Ich verwende jetzt diese Schnur hier, da sind wir bei 6,8 Kilo. Sie ist preislich auch noch sehr attraktiv, das heißt, davon hole ich jetzt drei Stück. Und diese drei tun wir jetzt auf unsere Stippen. Jetzt haben wir unsere Stippe also ausgerüstet mit einer richtig guten neuen Schnur. Das heißt, wir haben hier die Tragfähigkeit von 7,4, sind also schön darunter geblieben. 6,8 Kilo Tragfähigkeit auf dem Set zurzeit. Was wir noch verwenden können, ist ein besserer Haken. Ein 14er Haken klein ist einfach fürs Angeln auf dicke Fische zu klein. Bedeutet, wir brauchen neue Haken. Also rein ins Geschäft, auf die Haken, auf die klassischen. Wir bleiben erstmal bei diesen günstigen Haken
und gucken dann schön weit unten bei den guten Haken, was wir dann nehmen. Und da würde ich sagen, fangen wir mindestens mal an mit einem Viererhaken. 1, 2, 3. Einserhaken ist auch sehr wichtig. Leider gerade ausverkauft. Da gucken wir gleich mal, ob es den woanders noch gibt. Oder wir kaufen uns einfach eine andere Serie. Da haben wir ihn noch auch. Einserhaken. Schön hier auch von der Form her klassisch fürs Stippen, Anheben und Haken. Genau richtig. Nehmen wir einfach mal den. 1, 2, 3, 1er Haken groß. Und dann kann es losgehen. Ja, mit diesem Setup können wir jetzt natürlich einfach die dickeren Fische fangen. Wir können hier wesentlich einfacher dicke, fette Karauschen rausziehen. Auch aufgrund der Hakengröße werden natürlich automatisch dickere Karauschen reinrasseln. Bedeutet also, wir können die altbekannten Spots einmal direkt hier am Anleger, dann hier gegenüber, wo das Boot liegt, in Richtung Brücke, aber auch hier unten in dem Bereich. Dann haben wir hier eine sehr gute Stelle zwischen dem Grün oder wie auch in den letzten Videos schon gezeigt, hier unten, hier oben in dem Bereich oder da, wo die Trauerweide ist. Es gibt einfach verschiedene Stellen, wo man auch hervorragend hier auf Karauschen und Giebel gehen kann oder eben auch Schleien rausziehen kann. Was natürlich interessanter ist, wenn wir dann an die alte Festung gehen, und das machen wir jetzt. Und wir sind angekommen und rennen direkt los. Nein, machen wir nicht, denn du brauchst ja noch eine Karte. Wenn du das erste Mal an der alten Festung bist, heißt es also ab zur Verwaltung, dann die Karte kaufen für 5 Silber. Wenn du dann M drückst, zack, hast du hier die Übersicht, und da sehen wir natürlich, wo wir uns befinden und wo wir dann am besten angeln wollen. Das suchen wir uns dann am besten raus. Wenn wir mit so ganz großen Setup angeln, wäre hier unten eine ganz gute Stelle auf der Brücke. Und ich glaube, das teste ich heute mal als erstes. So, und da kommen wir auch schon an. Hier sind wir an der Brücke, die hier rüber geht, dann bis zu dem Fuß unten. Und hier in dem Bereich testen wir unser Glück. Also, raus mit den Ruten. Wir rüsten hier verschiedene Köder aus. Was sehen wir jetzt hier bei diesen Ködern? Weil wir ja die Einserhaken verwenden, können wir nicht mehr alle Köder verwenden. Das heißt, nur diese großen Köder können wir halt noch weiter verwenden. Die kleinen, die bleiben dann eben hier für die kleinen Fischis übrig. Da geht dann maximal ein 6er-Haken. Also, wir fangen hier an. Einmal mit einem Käsewürfel. Käsewürfel, idealer Köder auch immer mal wieder für Schleie, aber auch für Amure. Ich hoffe nicht, dass die Amure reingehen. Die würden dann doch ein bisschen zu stark sein. Und dann gehen wir runter hier auf ungefähr 1,20 Meter. 1,20 Meter und ich werfe mal da vorne so in Richtung von diesem Holz. Zack, dann ziehe ich das Ganze noch mal ein bisschen näher ran. Wir wollen ja immer noch ein bisschen Spiel haben. Und dann wird die Route hier abgestellt. Zack. Und das Ganze machen wir dann hier mit dem nächsten Köder. Einserhaken. Maiskorn. Auch hier wieder auf 1,20 Meter gestellt. Raus damit. Wieder so ein bisschen rangezogen. Und abgelegt. Und als drittes nehmen wir dann hier das Weißbrot. Und raus damit. Dann haben wir jetzt hier alle drei Routen am Spot. Wir lenken die Pose nochmal so, dass wir das auch schön übersichtlich haben hier. Und dann haben wir hier auf den Tasten das jetzt belegt. 1 bis 3 haben wir jetzt die Routen. Wir zoomen mal ein bisschen ran, dass wir es besser sehen. Und können dann gleich schlagartig auch zugreifen, sobald da irgendwo was zuppelt. Was ist natürlich auch wichtig fürs Angeln, gerade wenn ihr hier an der alten Festung seid und auch mit der Pose unterwegs seid, genauso wie natürlich auch fürs Grundangeln. Wir brauchen eine Angelfuttermische und wir müssen natürlich auch die Köder irgendwann mal nach oben skillen. Bedeutet also, angelt so lange wie es geht am Moskito und am Windenbach. Zieht da auf entspannt die Fische raus, Haseln und Lauben zum Beispiel, macht damit das Silber und skillt währenddessen Köderbeschaffung und Futtermische hoch.
Wir brauchen hier an diesem Gewässer so langsam die Futtermische. Denn die Fische, die wir hier fangen wollen, sowas wie zum Beispiel Schleie, die reagiert einfach sehr gut auf Futtermische. Und wenn man hier steht und einfach nur ohne Futtermische die Köder auswirft, dann hat man zwar immer mal wieder Ergebnisse, aber nicht so gute Ergebnisse, wie gesagt, mit Futtermische. Denn mit der Futtermische kann man die Spots dann doch sehr eindeutig beeinflussen, die Fische beeinflussen, dass sie dann auf den gewählten Köder auch reagieren. So, ich ziehe mal ein bisschen lang. Das erste Mal, dass ich jetzt mit diesen Ruten hier stippe. Und wir müssen uns natürlich auch ein bisschen darauf einstellen, was hier für Fische reingehen. Und was natürlich auch sein kann, gerade wenn wir jetzt hier an dem Gewässer mit solchen normalen Ködern, so mit Brotteig und so hier dran sind. Es kann sein, dass natürlich auch sehr kleine Fische rangehen, die dann gar nicht, zack, die dann gar nicht auf dem Einserhaken erst haken und dadurch eben schneller ausschlitzen. Ne? Kleine Karausche jetzt. Da geht natürlich noch mehr. Zack. Und da geht mal wieder einer rein. Sehr schön jetzt hier in den Morgenstunden. Und du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Was ballert hier rein auf Mistwurm? Der erste Aal. Auf der Stippe an der alten Festung. Fast ein Kilo. Ha! Ich lach mich kaputt, Alter. Da sag mal einer, man fängt auf dem ollen Mistwurm nicht auch schöne Aale. Lüb doch, der Aal. So soll das sein. Der hatte jetzt zwar nicht richtig viel Gewicht, aber ist halt trotzdem ein schöner Fisch. Ne? Nimmt man auch gerne mit und entspannt auf Mistwurm oder mal auf dem Regenwurm gefangen, ist das doch immer gut. Zack, und da geht schon der nächste Brocken rein. Giebel und Karauschen bzw. fette Karauschen sind hier hauptsächlich und halt gerade in der Nacht und in den Morgen- oder Abendstunden können dann eben auch mal die Aale reinballern, sogar auf dem Käse. Deswegen hatte ich hier den Käse drauf und hier, wie gesagt, den Mistwurm drauf. Ist einfach ein super Köder für alles. Da zuppelt es auch schon direkt wieder weiter. So soll das sein. Rausziehen die Brocken. Bisher leider noch kein richtig dicker Brocken dabei. Das heißt, ich musste nicht hart hier in den Kampf mit der Stippe gehen. Aber die Frequenz war im Großen und Ganzen gar nicht schlecht. Wobei eben jetzt gerade in den Morgenstunden gerade auf den Würmern viele kleine so Fehlbisse waren. Wahrscheinlich von kleinen Karauschen, von kleinen Schläfergrundeln, die da an den Würmern rumgenübbelt haben. Und bei so viel zu großen Haken für so kleine Viecher beißen die dann auch oftmals nicht oder haken dann einfach nicht. Ja, das ist das Große und Ganze gewesen. So sieht das aus. Weiter geht es dann natürlich hier mit dem Posenangeln irgendwann auch in Richtung Bolognese-Route. Das heißt, wenn dir das ganze Stippen irgendwie überhaupt nicht zusagt, dann geht es in Richtung Bollo. Da gibt es noch eine Möglichkeit, auch im Anfängerbereich oder im leichten Bereich ganz günstig auf Bollo zu gehen. Und dann später landen wir natürlich auch noch beim Matchangeln hier. Und da geht dann doch nochmal einer rein. Ei, 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 ei. Richtig schöne, feiste Karausche hier. Ihr seht, auch mit 1,3 Kilo ganz locker reingezogen. So soll das sein. Also die Ruten absolut gut geeignet mit der besseren Schnur drauf. So kann man das machen. Und ich werde hier noch schön weiter die Dinger rausziehen. Petri Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Immer montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.